BMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW. So, nach einigen technischen Schwierigkeiten können wir jetzt endlich loslegen. Jetzt können wir loslegen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Real Talk Folge. Wir haben heute mit euch, beziehungsweise wir haben heute für euch hier etwas Exotisches, Altes mitgebracht, und zwar die Z-Performance 0.4 war das, ne? Mhm. Also, die 0.4. Die 0.4 ist im Prinzip so eine, ja, eine zweiteilig Optik gebaute Felge, ist wirklich eine sehr, sehr alte Z-Performance-Felge, gibt es auch so gar nicht mehr zu kaufen bei Z-Performance. Das ist jetzt einer unserer Bestandskunden, der hatte noch so ein Objekt, und wollten wir euch im Prinzip mal zeigen, was wir aus so einer alten Felge wieder rausgeholt haben. Der Kunde hat sich nämlich Folgendes gewünscht: Er wollte ein ultra krasses Candy Red haben, was er bei uns auch im Shop bekommt. Und dazu haben wir halt natürlich hier schön 24 Karat vergoldete Dekorschrauben mit reingesetzt. Das ist keine zweiteilige Felge, sondern eine auf zweiteilig gebaute Felge mit den Dekorschrauben. Und somit haben wir dem Kunden im Prinzip seinen Wunsch realisiert, dass wir gesagt haben, okay, Candy Red bekommst du natürlich, gar keine Frage, geht klar auf die Felge, kann man auch machen, ist realisierbar und machbar. Und dazu halt den schönen Kontrast mit den goldenen Schrauben. Lukas, du jetzt mal für dich als Felgenliebhaber und Enthusiast, sag ich mal, was sagst du zur Optik so Felge? Rot also mit Gold? Optik mega, muss ich echt sagen, sogar jetzt mit dem schwarzen Deckel, der, sag ich mal, jetzt ein bisschen provisorisch drauf ist. Genau, Deckel, genau das, was du jetzt absprichst. Der Deckel gehört hier nicht rein, haben wir jetzt einfach mal reingeklippt, damit die Felge nicht so nackig ausschaut. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus, würde ich jetzt sagen. Wenn man jetzt, sag ich mal, komplett auf die Kacke hauen will, dann natürlich goldener Deckel, ne? Aber wie gesagt, goldener ist Geschmackssache. Deckel. Kann man auch roten, schwarzen, auf jeden goldenen. Fall. Aber wie gesagt, Gold wird halt sehr, sehr genau, weil die alten Oldschool-Deckel ja von Z-Performance sind ja auch noch aus Kunststoff. Da spricht man so ein bisschen Carbon-Muster da drauf. Das wird auch, wie gesagt, also ein dunkler Deckel wird hier wirklich sehr, sehr schön harmonieren. So von der Konkavität her, da haben wir einen leichten Schwung hier, wenn du jetzt mal so gerade reinfilmst, ne? Haben wir dennoch noch einen leichten Schwung hier drin. Wie gesagt, wem jetzt die Felge vom Design her zusagt, ja? Weil die Speichenform an sich ist bei der 4.1, die verlinken wir euch mal in der Videobeschreibung nämlich auch mal, weil bei der 4.1 ist nämlich das Grunddesign geblieben, nur dass diese ganzen Zierschrauben hier weggefallen sind, die gibt es nicht mehr, und das Realtek 4.1 ist halt nochmal reingekommen. Halt. Also sprich, diese 4.1 ist sozusagen der Facelift von der Felge. Richtig, genau, schöner Punkt, genau, das ist der Facelift zu der Felge hier. Da gab es wahrscheinlich die Gussform nicht mehr und sonst irgendwas, hat dann Z-Performance aus dem Programm geschmissen, die Felge, und hat dann die 4.1 ins Leben gerufen. Und die gibt es offiziell nach wie vor auch noch zu beziehen. Wie gesagt, das Grunddesign hat sich kaum verändert, nur dass diese Dekorschrauben halt nicht mehr da sind. Und so an sich, wie gesagt, die Grundfelge ist geblieben. Also sprich, wer Interesse hat an so einem, ich sag mal, 5-Doppelspeichen-Design an Felge, ist bei der 4.1 sehr gut aufgehoben. Und das Design ist, wie gesagt, eine sehr schöne Felge, also kann man nichts Verkehrtes sagen. Beispielsweise hier Audi A4, ja. 19 Zoll, ganz smooth, ganz easy, 19 oder Zoll da drin. Auch A5, 20 auch. Zoll, ja. In 20 Zoll die schöne, schöne Kombination, wird auf jeden Fall sehr, sehr schön stehen, der Felge, dem ich Auto. Auch. Ja. Ich sehe auch, die Felge sehe ich auch sehr ganz stark vorne, so bei VW, Audi, ja. Sehe ich das Design ganz vorne mit dabei, ist wirklich ein sehr schönes Design, passt gut. Ja, wie gesagt, wir wollen auch nicht lange über die Felge reden, erzählen, tun, machen, weil, wie gesagt, die gibt es leider nicht mehr so offiziell zu beziehen und gibt es noch nicht mehr zu kaufen. Wir wollten es euch nochmal zeigen, dass es solche Felgen noch gibt. Also falls jemand noch so eine besitzt, kommt gerne auf uns zu. Die richten wir euch gerne wieder auch so her, gar keine Frage. Und falls jemand an dem Grunddesign Interesse hat, ist bei der 4.1 sehr gut aufgehoben. Und da sagen wir schon mal tschüss, kurz und knackige Folge, und verabschieden uns direkt in die Detailaufnahmen. Bis dahin, ciao. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the dawn. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the melon, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. 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 What told the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug. Cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected you.